So, moin! Heute zeigen wir euch ein paar neue Funktionen, die wir in das Strohfee-Tagebuch implementiert haben. Und zwar aus dem Grund, weil wir nun seit geraumer Zeit Daten empfangen und jede Menge Daten, diese eben viel besser auswerten können und miteinander vergleichen können. Zuerst aber ein scharfer Blick auf die Strompreisentwicklung. Die nimmt nämlich an Dynamik sehr zu im Vergleich zum letzten Jahr, denn der Zubau an Photovoltaikanlagen wirkt sich schon sehr auf dem Strommarkt aus. Was wir bisher noch gar nicht hatten, da sind am Wochenende stets und ständig negative Strompreise. Was wir auch nicht hatten, das war der 15-Minuten-Preis mit dem Strompreistagebuch, der um die 60-Minuten-Preise herumschwirrt und den wir hier schon mal mitlesen für die Zukunft, für das Batteriesystem, um es zu laden und zu entladen bei der Vermarktung. Und wir sehen also auch in der kommenden Woche hier eine fette obere Spitze. Das heißt, wir haben eine ganz hohe Dynamik. Nein, machen wir das morgen. 11. Heute ist der 10. Ist das morgen schon eigentlich im Quartal? Wird das als Woche betrachtet. Wir sehen also hier eine ganz große Dynamik. Die Strompreise schwanken innerhalb von wenigen Tagen von minus 6 Cent war es, glaube ich, bis hochwärts zu fast 20 Cent morgen. Das heißt, wir müssen Managementsysteme einführen, die mit den dynamischen Strompreisen korrelieren und die Dynamik am Strommarkt, im Einkauf, im Bezug korrespondieren. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. In violett gefärbt ist der Lastgang einer Biogasanlage, die von dem dynamischen Strompreis über eine Steuerung, die wir implementiert haben, gesteuert wird. Die Steuerung empfängt die Signale von der Strombörse über unser Stromfee-Tagebuch und steuert den, je nachdem wie der Strompreis ist, den Lastgang aus und die Aggregate, die man hier unten sieht. Einzelne Aggregate werden gemessen und hier aufgeführt. Hier sieht man schon, geht der Strompreis in Richtung nach unten, führt die Steuerung, gibt es viele Freigaben und es werden viele günstige Aktionen ausgeführt. Und ob es günstig ist oder nicht, sehen wir gleich, denn wir haben ab sofort den Vergleich hier im Stromfee-Tagebuch. Wir vergleichen Anlagen und können sogar sagen, die mittlere Last, wie hoch die ist, damit jeder sich miteinander vergleichen kann. Hier haben wir eine Mittellast von 35 kW pro Stunde. Die optimierte Anlage. Und hier haben wir eine Anlage, die ist noch nicht optimiert, aber schon im Stromfee-Tagebuch mit drin. Wir sehen an der geraden Linie, die Anlage fährt fast Flatrate. Und deswegen, wenn die Strompreise günstig sind, hier sind die durch den hohen Stromverbrauch hier oben. Trotzdem haben wir hier noch höhere Stundenpreise eingekauft. Das heißt, wir haben jetzt volle Sicht auf die Differenzen zwischen optimierter Anlage und noch nicht optimierter Anlage. Und wenn ich diese Anlage vergleiche mit der Mittellast 50 kW, mit der optimierten von 35 kW, dann sehe ich also hier schon ein Einsparpotenzial von 9,37 Euro auf 5,12 Euro Mittelwert pro Stunde. Das ist mal ganz erheblich. In etwa füttern die Anlagen gleich Substratmengen. Allerdings ist die Anlagenkonfiguration nicht vergleichbar. Das Ganze geht aber weiter. Die nächste Anlage hat schon eine geringere Mittellast als unsere optimierte Anlage. Und was machen die Preise? Obwohl die Anlage weniger Last aus dem Netz bezieht, also weniger Strom bezieht, durch die nicht vorhandene Optimierung durch den Strompreismanager muss sie trotzdem einen höheren Einkaufspreis bezahlen. Der Mittelwert beträgt nun hier schon, weil sie weniger Strom zieht, 6,89 Euro und die optimierte 5,09 Euro.
Hier haben wir also ein etwas geringeres Einsparpotenzial, aber wir sehen gleich noch etwas. Jetzt habe ich eine Anlage gewählt, die ist auch seit Monaten im Stromfehltagebuch und die verbraucht wesentlich weniger Strom als die optimierte Anlage, das muss man sich mal vorstellen. Und trotzdem gibt es Zeiten, in denen die optimierte Anlage weniger Stromkosten hat im Schnitt. Allerdings ist hier der Grenzwert erreicht. Aber ich muss hinzufügen, die noch nicht optimierte Anlage hat ja noch Luft nach unten. Das bedeutet, wenn ich diese noch optimiere, dann wird diese Anlage hier durch den Strompreismanager auf Platz 1 rücken, durch die Optimierung in den Stromeinkaufskosten. Das wird passieren. Das ist eine ganz wesentliche Funktion, die wir jetzt nach Monaten einführen können, da wir zahlreiche Anlagen nun miteinander vergleichen können und sagen können, was bringt das Stromfehltagebuch an finanziellen Vorteilen. Jetzt haben wir es hier schriftlich in Echtzeit mitgefahren und können jede Anlage hier ganz transparent mit betreuen und mit begleiten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.